Ja, wir halten Mahnwache hier in Eppstein am Bahnhof zu den schrecklichen Ereignissen, die sich seit einigen Tagen auf diesem Planeten ereignen. Es macht uns alle betroffen, dass Putins Armee die Ukraine eingefallen ist. Die Invasion hat viele Menschen getötet, viele Zivilisten auch, und viele sind auf der Flucht. Viele sind auch auf dem Weg nach Deutschland und nach Hessen und in Main-Taunus-Kreis und nach Eppstein. Wir stellen hier ein hohes Maß an Solidarität fest, der Eppsteinerinnen, Eppsteiner und vieler weiterer Bürgerinnen und Bürger. Und dafür möchte ich mich herzlich bedanken. Wir wollen heute dann innehalten und gedenken der Menschen, die wirklich vom Krieg direkt betroffen sind und auf der Flucht sind und so viel Leid und Hass erfahren haben. Dankeschön. Ich bin so fassungslos, was in den letzten Tagen und Wochen hier ganz bei uns in Europa, in unserer Nähe passiert. Warum bin ich heute hier? Ich möchte gerne mit den Eppsteinerinnen und Eppsteinern ein Zeichen setzen für Frieden, für Solidarität und dass wir den Menschen in der Ukraine, wenn sie das hoffentlich vielleicht über irgendwelche Wege sehen, zeigen können, dass wir zu ihnen stehen. Den Initiatoren dieser Mahnwache bin ich sehr, sehr dankbar für ihre Initiative. Solche Aktionen, solche Kundgebungen sind enorm wichtig. Sie reißen uns heraus aus unserer Erstarrung, aus unserer Lähmung. Auch die Einladung als Pfarrerin, hier heute das Wort zu ergreifen, bin ich sehr gerne gefolgt und möchte vor allem etwas auch aus christlicher Perspektive den Menschen mit auf den Weg geben. Denn als Christen sind wir in besonderer Weise dazu aufgefordert, für den Frieden, für Gerechtigkeit, für ein friedliches Miteinander in dieser Welt zu wirken. Darauf liegt Verheißung. Jesus hat das in der Bergpredigt gesagt: Selig sind die Frieden stiften, denn sie werden Gottes Kinder heißen. Und dazu möchte ich heute ermutigen, dass wir stiften gehen, Frieden stiften und damit in unserer kleinen Welt beginnen. Und das Zweite, wozu ich heute einladen möchte, dass wir gemeinsam beten, dass wir Gott, dass wir den Himmel um seinen Beistand bitten. Das sind zwei Möglichkeiten, die wir als Christen, die wir als Menschen haben und von denen ich sicher bin, dass sie Kraft, dass sie Energie entfalten und dass sie wirken und dass sie hoffentlich mit dazu beitragen, diesem schrecklichen Grauen irgendwie ein Ende zu bereiten. Möge Gott unsere Gebete erhören. Und ich hoffe, dass jetzt wirklich richtig viele Leute hierher kommen und Solidarität mit den Menschen in und aus der Ukraine beweisen. Liebe Kinder, liebe Jugendliche, liebe Erwachsene, liebe Eppsteinerinnen und Eppsteiner, liebe Mitmenschen, liebe Friedenssuchende.
Als Pfarrerin, als Christin, als Mensch, als Mitmensch darf ich zu Ihnen sprechen. Wir sind entsetzt, erschüttert, fassungslos. Wir haben Angst. Noch ist er 1000 Kilometer entfernt, der Krieg. Doch wer weiß, was noch kommt. Was unvorstellbar schien, ist passiert. Bombenangriffe, Granateinschläge, verletzte, sterbende Frauen, Kinder und Männer, flüchtende Menschen mitten in Europa. In den Älteren unter uns weckt dies schmerzlichste Erinnerungen an eigene traumatische Kriegserlebnisse. Als ob Corona nicht schon genug gewesen wäre, unser Leben ohnehin reichlich unsicherer und ungewisser gemacht hat. Nun dieser Krieg, diese Not, dieses Elend. Doch angesichts dieses Leides zugleich so viel Solidarität und selbstverständliche Hilfsbereitschaft in den westlichen Nachbarländern der Ukraine und auch bei uns. Menschen, die an die Grenze fahren und helfen. Essen, warme Kleidung, Decken, Hygieneartikel, alles, was dringend gebraucht wird, hinbringen und verteilen. Menschen, die Fahrdienste und Obdach anbieten. Menschen, die ganze Lkw-Ladungen von Hilfsgütern transportieren, sodass die Straßen schnell verstopft sind. Menschen, die Benefizveranstaltungen und Spendenaktionen durchführen, um schnell und unbürokratisch finanziell helfen zu können. Politikerinnen und Politiker in unserem Land, in Europa, die entschlossen und vereint wie selten zuvor entscheiden und handeln, um das Grauen irgendwie zu begrenzen. Menschen, die zu zigtausenden auf die Straße gehen, ihre Solidarität mit den Ukrainern und Ukrainerinnen sichtbar zum Ausdruck bringen, für den Frieden demonstrieren, so wie wir heute hier in Eppstein. Was für ein Segen sind wir frei und geschützt, dies zu tun. In Russland riskieren die Demonstrierenden ihre Inhaftierung, vielleicht sogar bald schon ihr Leben. Was für ein Segen stehen Menschen in der Not zusammen, helfen und unterstützen einander, so wie wir das auch bei der verheerenden Flutkatastrophe im Ahrtal im vergangenen Jahr erlebt haben. Was für ein Segen, dass Krisen und Katastrophen zugleich die guten, ja die allerbesten Seiten so vieler Menschen hervorkehren. Eine Solidarität bewirken, die mich persönlich immer wieder fasziniert, bewegt und tief beeindruckt. Dass Menschen, wenn es darauf ankommt, so zusammenhalten, Gutes tun, Nächstenliebe praktizieren, das lässt mich hoffen und trotz allem zuversichtlich in die Zukunft blicken. Sie alle, Sie, die Menschen guten Willens und liebevollen Herzens, werden mit Ihren kleinen und großen Taten am Ende stärker und wirkungsvoller sein als Bomben und Granaten. Jesus spricht davon in der Bergpredigt. Glückselig sind, die hungern und dürsten nach der Gerechtigkeit, denn sie werden satt werden. Glückselig sind, die barmherzig sind, denn sie werden barmherzig behandelt werden. Glückselig sind die, die Frieden stiften, denn sie werden Kinder Gottes heißen. Meine Lieben, gehen wir stiften, Frieden stiften. Hier und heute und weiterhin. Und beginnen wir damit in unserer kleinen Welt, in unserer Familie und Nachbarschaft, im Verein, in der Partei, in der Schule, am Arbeitsplatz, im Straßenverkehr. Schlucken wir die böse Bemerkung herunter, die uns auf der Zunge liegt. Verzichten wir darauf, immer das letzte Wort behalten zu wollen. Beweisen wir Stärke, indem wir auch einmal den Kürzeren ziehen. Reichen wir die Hand zur Versöhnung, anstatt die Faust zu ballen. Schon kleine Zeichen und Gesten helfen, vermehren den Frieden in unserer Welt, fallen ins Gewicht beim Weltfrieden.
Davon erzählt eine ermutigende Geschichte, die ich Ihnen und euch mit auf den Weg geben möchte. Sag mir, was wiegt eine Schneeflocke? Fragte die Tannenmeise die Wildtaupe. Und nicht mehr als nichts, gab sie zur Antwort. Dann muss ich dir eine wunderbare Geschichte erzählen, sagte die Meise. Ich saß auf dem Ast einer Fichte, dicht am Stamm, als es zu schneien anfing. Nicht etwa heftig mit Sturmgebraus, nein, wie im Traum, lautlos und ohne Schwere. Da ich nichts Besseres zu tun hatte, zählte ich die Schneeflocken, die auf die Zweige und Nadeln meines Astes fielen und darauf hängen blieben. Genau 3.741.952 waren es. Als die 3.741.953. Flocke niederfiel, nicht mehr als nichts, wie du sagst, brach der Ast ab. Damit flog die Meise davon. Die Taube, seit Noahs Zeiten eine Spezialistin in dieser Frage, sagte zu sich nach kurzem Nachdenken, vielleicht fehlt nur eines einzigen Menschenstimme zum Frieden in der Welt. Darum gut, dass wir heute hier sind, dass wir unsere Stimme erheben, aktiv für den Frieden eintreten. Seien wir kreativ, denken wir uns allerlei Zeichen auch mitten in unserem Alltag aus, um unsere friedliche Gesinnung deutlich zu machen. Ein Bekannter unterzeichnet beispielsweise all seine privaten und dienstlichen Mails neuerdings mit dem Wort Peace, Friede, und dahinter dann seinen Namen. Wäre doch toll, so hat er überlegt, wenn sich das Menschen in aller Welt zu eigen machen würden. Folgen wir gerne seinem Beispiel. Ich schreibe unter meine Mails jetzt Peace, Mir, Friede auf Russisch und Ukrainisch und Shalom, das hebräische Wort, weil da alles drin steckt, umfassendes Heil. Und lernen wir in diesen Zeiten vielleicht auch das Beten wieder neu. Mir hilft es, auf diesem Wege den leidgeprüften Menschen gute Gedanken und Energien zu schicken, Gott um Hilfe zu bitten und ihm ebenso dafür zu danken, wie unglaublich gut ich selbst es habe. So lade ich Sie und euch jetzt dazu ein, es gemeinsam mit mir zu tun, den Himmel, Gott um seinen Beistand zu bitten. Gott, uns geht es gut. Dafür danken wir dir. Wir denken an die, die nicht so gut dran sind wie wir. An dein Herz legen wir die Menschen in und aus der Ukraine. Stehe ihnen bei, hilf ihnen, alle Angst und Not durchzustehen. Fördere alle Bemühungen, die dem Frieden dienen. Schenke Mut und Weisheit allen, die politische Verantwortung tragen. Lass sie zum Wohl der ihnen anvertrauten Menschen entscheiden. Unterstütze alle, die helfen. Schenke guten Schlaf den Erschöpften, Trost den Trauernden, einen Platz in deinem Himmel den Verstorbenen. Bewege die Herzen von Menschen, dass sie bereit werden zur Versöhnung in allen friedlosen Regionen unserer Welt. Und Gott, gebrauche auch uns als Botschafterinnen und Botschafter deines Friedens. Hilf uns, achtsam und wertschätzend miteinander umzugehen, auf dass der Friede wachse und sich ausbreite in unserer Welt. Gott, gib uns und allen Menschen Frieden, so flehen wir zu dir. Und wer kann und mag, bete gemeinsam mit den Worten, die Jesus Christus uns zu beten geschenkt hat. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe,
wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen.